Herzlich willkommen beim Motorradmagazin mit einer Schocknachricht aus Japan. Wir wussten zwar eigentlich schon Monate, was kommen würde, aber nicht, dass es genau heute passiert und uns eigentlich keine Vorlaufzeit geschenkt wurde von Kawasaki Österreich. Jetzt gerade geht der Bericht online. Ich habe auch jetzt ein schnelles Video zusammengeschnitten, weil das, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Modell ist, und zwar eine neue Ninja 400, aber es ist keine Ninja 400, es ist viel mehr, es ist eine ZX4R und eine ZX4RR. Und das bedeutet, sie muss nicht mit dem A2 Leistungslimit auskommen, sondern sie hat 80 PS. Und dazu hat sie allerdings nicht nur zwei Zylinder, sondern vier. Und das bedeutet natürlich extrem hohe Drehzahlen. Es gab ja schon mal diese 400er bei uns, ich glaube in den 90ern, auch von Honda gab es so einen kleinen 400er Vierzylinder. Im Ausland gab es die Modelle dann auch oft, wo es sie bei uns nicht gab, aber jetzt holt Kawasaki Österreich ein paar Modelle nach Österreich, und zwar angeblich schon im September, Oktober. Vorbestellt wurden diese schon im Februar, wie gesagt, wir wussten schon ein bisschen was, aber es trifft uns und mich heute wie der Schlag. Deswegen habe ich mir auch nicht viel leider Zeit nehmen können für das Video. Und ich muss auch hier ein bisschen was runterlesen. Wie gesagt, Vierzylinder, 80 PS, dreht angeblich bis 4,5, beziehungsweise die 80 PS stehen bei 14,5 an. So. Viel zu aufgeregt. 80 PS bei 14.500 Touren. Der Motor dreht natürlich noch viel höher, über 15.000 Touren. Ich bin echt gespannt auf die erste Soundprobe. Und dementsprechend ist halt auch die Ausstattung. Das ist, wie gesagt, nicht einfach so ein Straßenmodell, ein A2 Straßenmodell wie die Ninja 400, sondern das sind echte Rennsportgeräte eigentlich. Also das ist wirklich eine perfekte Basis für super leichte Supersportler. Da ist dann drauf natürlich nicht nur eine LED-Beleuchtung, sondern eine Traktionskontrolle, Assist- und Rutschkupplung, verschiedene Power-Modi, zwei verschiedene Power-Modi, vier verschiedene Rider-Modi, das TFT-Display verfügt auch über eine Connectivity. Ich kann mir hier auch sogar die Rundenzeit anzeigen lassen, Ganganzeige, dann Schaltautomat ist serienmäßig drauf, Schaltblitz, so, jetzt habe ich es endlich aus meinem Hirn gezogen. Und das Fahrwerk ist, besteht aus der Showa BFF Gabel, Big Piston Gabel mit einstellbarer Vorspannung. Das Federbein ist aus der Ninja ZX10R bekannt, voll einstellbar. Also richtig gute Basis. Das bedeutet dann in weiterer Folge, dass es sich um keine ganz günstigen Bikes handelt. Die ZX4R wird angeschrieben in Österreich mit 9,549 und die ZX4RR mit 10,249. Ja, jetzt kann man natürlich dementsprechend noch einige Investitionen fürs echte Rennstreckenfahren aufrechnen. Also ja, das sind eben nicht mehr einfach nur A2-Bikes für den Alltag. Die Ninja 400 geht ja schon 180 übrigens. Also das wird noch wesentlich flotter sein, gehe ich einmal davon aus. Ich bin echt gespannt. Ich bin auch gespannt aufs Gewicht. Also ich habe, wie gesagt, jetzt noch keine weiteren Daten. Vor 5 Minuten diese ganzen Daten bekommen, den Bericht zusammengestoppelt und jetzt das Video gedreht. Also entschuldigt aber ein paar Hänger von mir, weil ich bin hier überwältigt. Optisch heben sie sich jetzt, finde ich, nicht, also kaum ab eigentlich von der Ninja 400. In dem Fall ist die R in schwarz zu haben und die RR eben in diesem typischen KTRC Superbike Design. Ich finde, da hätten wir vielleicht noch ein bisschen was machen können. Hätten mir persönlich auch getaugt, wenn es sich um echte Monoposto Bikes gehandelt hätte, weil mit dieser Ausstattung, mit dieser Basis, glaube ich, werden
die meisten, vielleicht nicht unbedingt auf die Rennstrecke gehen. Ich würde es auf jeden Fall tun und deswegen eben einfach so ein geschlossenes Heck ohne Sozius drauf und so, ohne Sozius Fußrasten und alles ein bisschen schärfer noch ausgelegt. Hätte ich ganz gut gefunden, aber ja, kann da ja jeder für sich auch machen. Ansonsten das bekannte Designschema und hier nicht viel mehr Neues. Also man sieht das eigentlich kaum hier von außen auf den Bildern, dass hier ein ganz anderer Motor eben drin steckt und dass das einfach viel ernstere Motorräder sind. Also ganz großartig. Werden schauen, ob das dann auch präsentiert wird. Für uns ist es natürlich völlig neu. Vielleicht wird hier Kawasaki Österreich, vielleicht auch Europe, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern dann ausschaut, eine Präsentation abhalten. Es gibt ja auch die neue 6er Ninja, die wird garantiert präsentiert. Also da hege ich keine Zweifel. Bei den 4ern werden wir schauen, wie das abläuft. Aber gehen wir mal davon aus, sind wir mal guter Hoffnung, dass wir die vorher auch noch fahren werden und euch dann bald berichten können, wie sich so eine 400 mit 80 PS fährt. Also ich finde das echt großartig. Das war so die Zeit, die habe ich so ein bisschen versäumt. Habe mich auch einmal eine Zeit lang interessiert für so einen 400er Supersportler. Jetzt kommen sie zurück. Großartige Gelegenheit. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Noch einmal der Hinweis auf unser Heft. Wir haben jetzt das 5er Heft fertig, ist heute rausgekommen. Wenn ihr das Heft abonnieren wollt, dann tut das. Ihr könnt das Heft aber auch online lesen, ganz einfach. Und wenn ihr eine der letzten Ausgaben oder auch diese Ausgabe versäumt, dann könnt ihr die auch bequem online nachbestellen. So, jetzt beruhige ich mich wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.